Wenn hier 4 dran hätte machen sollen, wäre das vielleicht einfacher. Dann kann es vielleicht mit Wind antreiben, ne? Ja. Bleib doch mal stehen! Ah. Ah. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann glaube ich auch nicht, dass das ein Rätsel ist hier. Das ist einfach nur, ha, guck mal, die sind hier runtergefallen und jetzt kannst du sie als Fächer benutzen. Wobei ich es dann hier unten nicht ganz verstehe. Aber gut. Muss ja auch nicht alles verstehen. Ist vielleicht einfach nur so für die, dass man schon mal sieht, aha. Man kann damit arbeiten. Nur das Ding ist, dann bleibt halt immer noch die Frage, wie wir dieses Tor öffnen. Warum zum Beispiel, warum öffnet er das hier? Was macht das? Kann ich hier irgendwo noch hin? Kann ich hier irgendwo hin? Oh, schieße jetzt auf mich. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Man kann ja einfach so hin. Ja, Mensch. Schön, dass wir es ausprobiert haben. Ich glaube, ich wollte mal in einem früheren Leben Archäologe werden oder so. Ich meine, ich fand das damals bei Sims auch ziemlich geil, dieses nach Ägypten gehen und dann da so die Ruinen erkunden. Wahrscheinlich hatte ich da so ein Déjà-vu gerade. Deswegen musste ich diese Steinfragmente da einfach reinkleben. Okay, nice, wir haben's. Let's go! Let's go! Jawohl. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Na dann. Musik auch mal wieder brutal schön. Das erinnert mich, war mal auf so einem, oder heißt das Konzert? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Vom Orchester, was halt so Legend of Zelda Musik gespielt hat. Das war so schön. Absolut crazy. Das war schon echt verdammt geil. Ich weiß gar nicht, ob die noch auf Tour sind oder ob das, ob die sich damals aufgelöst hatten oder so kurz danach. Ich weiß gar nicht. Irgendwas war da, glaube ich. Oder ich meine, viele solcher Sachen sind ja eh durch Corona zum Stillstand gekommen. Konnten ja nicht mehr auftreten. Na gut, virtuell halt. Viele haben das dann virtuell für sich vielleicht entdeckt. Ah, das war ja deutlich davor. Weiß gar nicht. Vielleicht so vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Schon ein bisschen her. Aber nice. Wir haben's. Boah, das ist weit oben. Wir können vielleicht Trick 17 machen. Ist hier vielleicht noch was versteckt? Nee. Let's go. Ich glaube, es wäre trotzdem schneller gewesen, draußen auf die Trampoline zu hüpfen, aber ist egal. Reden wir nicht drüber. So, dann schalten wir doch mal die Arktis aus hier, wa? Wobei, jetzt haben wir gerade Sommer, ne? Sollte ich anders. Nice. Okay. Ja, zweiten Tempel haben wir dann. Können die nächsten beiden ja kommen, wa? Aber ich war noch gar nicht in den Gebieten. Als nächstes können wir uns da dann mal diesen Turm dann auch snacken, der ist hier in der Nähe. Ach so, warte mal. Noch ein Gegner? Beim ersten gab es ja auch einen Gegner, stimmt.
Weiß ich gar nicht. Wir können ja auch... Ja, okay. Ein kleiner Gegner. Na dann. Frostgeira. Frostgeira. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Was zur Hölle? Wie hat das überhaupt da drinnen Platz gehabt? Alter. So. Was für ein Wind! Lass dich nicht. Und wie? Wie mache ich das jetzt am besten? Achso. Erstmal Schritt 1. Bogen ausrüsten. Nehmen wir uns mal einen Gitterbogen mal hier. Trifft er? Ich muss doch... Warum eigentlich auf die Flügel? Ich meine, er hat das gesagt, aber... Ich muss doch bestimmt da diese Körper-Spots treffen, oder nicht? Ja, sowas zum Beispiel. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal, für den Anfang machen wir das mal. Gerade so ein bisschen komisch. Ach, der schießt damit auf mich. Und offenbart damit seine Schwachstelle. Interessant. Hm. Schon besser. Zack. Huch. Okay. Ah, was tust du? Noch irgendwas. Huch. Wo kann ich da jetzt rausschießen? Hm. Ja. Oh, wie mein Bogen ist zerbrochen. Der hält ja gar nichts aus. Oh, oh. Boah, war das knapp. Na komm schon. Zeig dich. Bling. Nein, er geht's weg. Okay. Ach stimmt, man kann es ja eigentlich auch voll leicht machen, ne? Und holt er den auch ein? Nee, ich glaube nicht. Dafür ist er ein bisschen zu schnell. Ih, aber was für ein Viech ist das, Mann? Sieht ja schon sehr... sehr weird aus. Vor allem jetzt mit diesen Löchern noch drin, ist ja... noch krasser. Aber ist ja noch nicht weg, ne? Achso, jetzt beginnt einfach eine Phase. Es hat mich gerade erinnert an das Wüstenviech. Ach stimmt, dem ist man ja auch vor dem Tempel begegnet. Ja, gut. Ich dachte schon, wir müssen jetzt nochmal irgendwie hinterher und den suchen oder so. Wow, wie soll ich das denn dodgen? Ach du Scheiße. Ja, lag. Ja. Wie dodge ich den so am besten mit... Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Wie soll ich das denn dodgen? Komm ich nochmal nach oben? Ich heile mich mal lieber Full Life. Ja, hier unten bin ich safe. Easy. Aber ich komme jetzt auch gar nicht mehr hoch, ne? Nice. Das ist ja komisch. Ach da. Echt? Achso, kann er vielleicht die Wirbelwinde wegwirbelwinden? Das wäre natürlich auch geil. Nee, jetzt fängt er hier an zu wirbeln. Boah, das ist ekelhaft. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte mal lieber schnell mich heilen. Sonst sterbe ich nämlich. Was, wenn ich runterfalle? Das war ich doch bestimmt nochmal neu. Oder ist der Bossfight dann... Ne, genau. Ja, perfekt. Was ist das denn eigentlich da? Okay.
Okay, also bisher. Ich denke mal, man. Das wird schon noch kommen, aber bisher finde ich den Bossfight irgendwie sehr komisch. Aber gerade diese zweite Phase halt. Weil ich noch keine Möglichkeit gesehen habe, die Wirbelwinde zu dodgen. Ich habe kaum noch was zu essen. Das nervt mich auch gerade voll. Also es sei denn, ich kann die halt wegwirbeln. Dann ist okay, ne? Dann ergibt das Sinn. Ah, hat sich jetzt, glaube ich, eh erledigt. Hat sich ausgewirbelt. Du wirbelt hier, hier. Besser ist es. Hm, hab ich nicht ran. Okay. Huch. Wo bin ich? Wo ist das Viech? Was passiert hier? So, stellt euch mir erstmal diese Musik von einem Orchester gespielt vor. Wie fucking episch ist das denn? Das ist absolut insane. Die Musik ist halt top-notch. Top-notch. Und da haben wir's. Komischen Ohrkneifer, Fliegelfiech. Miasma getränktes Insekt. Nice. Ja, und jetzt haben wir auch die Kraft der Winde, ne? Ich bin so gespannt, wie das wird. Also, ob man das dann entscheiden kann, wie man das abwechselt, oder. Oh, ein Herzcontainer. Oh, damit sind unsere 10 Herzen voll, ne? Nice. Haben wir endlich geschafft. Ich wollte ja schon so lange mal 10 Herzen haben. Das ist doch gut. Und noch eine weitere Träne. Schönes Artefakt. Nice. Ja, und ein paar Nebenquests müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Boah, okay. FPS verlassen uns. Was? Crazy, Mann. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Krass. Ja, das können wir jetzt nicht skippen. Das gönnen wir uns natürlich alles. Nicht anfassen. Thule, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Vor allem. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, hallo. Hallo, Frau Tina. Königs. Schönen guten Abend. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum hören wir. Ich antworte gleich, ja? Mit Storytime. Den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit.
Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses. Okay, aber versessen darauf, er erzählt jetzt das Gleiche, oder nicht? Der Dämon. Mal schauen, egal. Vielleicht hat er jeder eine bisschen andere Perspektive. Hyrules erster König versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen. Das ist euch eins zu eins der gleiche Text. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff Frau, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Oh yes. Ja, kann sich immer gar nicht vorstellen, ne, wenn jemand so mächtig gewesen ist. Besuchte mich eine der Weisen. Die Weise der Zeit. Ziel ihres Besuches war es, den Orni einen Auftrag zu erteilen. Da ist Zelda, ja. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das belobe ich. Sehr schön. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. So soll es sein. Sehr schön, sehr schön. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Ja, das wird auch noch eine ganze Weile. So viel Zeit, wie ich mir lasse. Und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Okay. Nice, nice. So, zweiten Tempel geschafft. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Ja, ganz nett. Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat! Freut sich so richtig, ne? Mit dir in den Kampf fliegen darf. Die Horizon habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Wollte ich immer mal, aber bin ich nie zugekommen. Nie zugekommen. Ist auch ein großes Spiel, ne? Also hat man ordentlich dran zu spielen. Ja, also den Tempel fand ich an sich nicht so schwer, aber ich habe es mir so schwer gemacht. Ich habe es halt die ganze Zeit ein bisschen falsch gedeutet, weil da waren ja diese ganzen Steinfragmente, die da rumlagen und diese in der Wand die Löcher. Oh, ich hoffe, wir können es jetzt auch nach oben wirbeln lassen. Bitte. Hey Link, deinen Arm bitte. Oha, warum so? Ich sage so krass groß aus gerade sein. Na gut, hat heute noch die den Flügel, ne? Sehr gespannt. Aber ich glaube, mein Wunsch wird nicht erfüllt. Mal gucken. Sehen wir gleich. Sehen wir gleich.
Ja, weil in diesem einen Untergeschoss da, da waren ja so rausgefallene Steinfragmente aus den Wänden. Und ich hatte halt nur noch diese eine Tür unten, die halt zu war. Und ich dachte, okay, dann wird das ja was damit zu tun haben. Dann habe ich halt echt jedes Steinfragment abgeglichen mit jeder möglichen Rotation. Weil ich irgendwie dachte, okay, wenn es mit dem normalen Verlauf klappt es halt nicht. Und naja, daran lag es halt gar nicht. Das hat gar nichts ausgemacht. Es kam mir auch irgendwie dumm vor, aber ich dachte so irgendwie, ich muss ja irgendwie die Tür öffnen. Das hat halt gar nichts damit zu tun gehabt. Aber sonst fand ich den eigentlich gar nicht so schwer. Also da fand ich diesen, den Donner, den Wüstentempel, fand ich halt schwerer. Aber ja, keine Ahnung. Also das war wild. Das war wild. Und dann konnte man einfach vorbeifliegen. Habe ich dann mal so ausprobiert irgendwann, wo ich dachte, irgendwie muss ich da noch reinkommen. Verdammt. Hattest du Horizon gespielt? Wenn du das auch zufällig weißt, dass die Synchronstimme da die gleiche ist? Jetzt die deutsche speziell? Oder beide sogar? Oder? Ach, wahrscheinlich die deutsche, ne? Ja, einfach das Kind reinschicken, ne? Macht man dann mal. Das naive Kind, was gerade vor 5 Minuten gefühlt noch hier alleine losziehen wollte und dann sich den Bogen hat abnehmen lassen. Was soll schon Schlimmes passieren? Ich bin ehrlich, die Kraftszenen aus Botwe sind viel geiler. Ach, ich finde es so aber auch sehr geil. Vor allem, es ist ja noch der Anfang irgendwo, ne? Also ich mag das auch gar nicht einordnen, wo wir jetzt ungefähr sind, aber wenn ich überlege, gefühlt habe ich ja, gerade was Story angeht, ganz, ganz wenig bisher gemacht. Das war ja gefühlt die zweite Quest. Na gut, in Botwe hattest du halt auch nur so gefühlt als Hauptquest Gendorf töten, ne? Hätte man ja direkt machen können. Von daher ist immer schwer halt einzuschätzen, aber naja. Eben, was ist schon die Main Quest? Alles ist die Main Quest. Und das ist immer das Geile, ne? Man läuft rum, man begegnet, man sieht irgendwas, neues Rätsel, huch, was ist das? Und dann ist schon wieder eine Stunde rum. So ist das halt. Wir haben es wirklich geschafft. Genau. Weil einer für den anderen gekämpft hat, zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelseiche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Nice. Der Weg ist das Ziel. So sieht's aus. Nee, ist halt auch. Das ist ja auch das Schöne und das, finde ich, macht das Spiel so gut, ne? Du hast halt wirklich so diese Open-World-Sandbox, die aber halt dich zu nichts zwingt. Du hast einfach Bock. Man schaut sich einfach alles an. Hatte ich vorhin auch, ne? Ich dachte eigentlich. Boah, ich. Also krass. Schon. Relativ langer Stream jetzt, sage ich mal, heute. Und ich dachte so, ja, bis 12 habe ich locker diesen Tempel durch. Ich habe damit erst, also ich war die ganze Zeit auf dem Weg und dann kam halt was dazwischen, irgend so ein gutes neues Rätsel, ein paar Schreine. Und irgendwie um 23.30 Uhr oder so habe ich erst angefangen, da diesen ganzen Tempel halt zu machen. Also es war halt, ne, man nimmt sich mal was vor und es kommt so viel dazwischen. Aber es ist auch vollkommen okay und es macht ja auch einfach Spaß. Julien, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war doch dir immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Schöner Bogen auf jeden Fall. Ich hätte sonst auch Interesse. Boah, da vorhin, ich hatte einfach keine Pfeile mehr. Ich hatte gefühlt immer über 100. Auf einmal hatte ich einen Pfeil. Oder drei. Ne, ich hatte einen und dann habe ich eine Kiste gefunden, dann hatte ich drei Pfeile. Und das war gerade bei seiner Quest, wo ich dann ihm den Bogen wieder zurückholen sollte. Und da musste ich ja dieses Viech da abschießen. Aber ich meine, mit dem Einfall hat es auch geklappt, weil ich habe einfach dieses Auge dran gemacht. Und dann war gut. War einfach lustig. Und jetzt habe ich wieder über 100. Also so schnell geht das halt. Eine Sache gibt's da aber noch, die mich stört, Link. Die Frau, die sich Weise der Zeit nannte, die uns erschien, als ich den Mysterienstein empfangen hatte. Hast du gesehen, wie sie aussah? Und deinen Namen kannte sie auch. Ob das wohl die echte Prinzessin Zelda gewesen sein könnte?
Und falls ja, hieße das dann nicht etwa, na, dass sie vielleicht zurückgereist ist in eine frühere Zeit, als meine Ahne noch auf der Welt war? Wobei ja nicht nur ich die Prinzessin gesehen habe. An anderen Orten im Land soll sie ja ebenfalls erschienen sein. Es gibt wirklich noch einiges, das wir nicht wissen. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelsarche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer dran, mit meiner Macht als Wahl... Ach ja, stimmt. Werden du und ich nun immer zusammen reisen. Da bin ich mal gespannt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Bin sehr gespannt, aber... mal schauen. Wir sehen es ja. Mal schauen. Achso, nee, hast nicht gespielt, aber ein paar Streams angeschaut. Okay, genau die gleiche Stimme. Ja, es ist lustig, wenn man das dann so erkennt auch, ne? Ja, irgendwie. Stimme kommt mir bekannt vor. Und dann, wenn man im besten Fall auch noch selber drauf kommt. Manchmal muss man es ja auch nachschauen, ne? Und dann macht es halt Klick. So, jetzt gucken wir mal. Wie viele Tempel hast du schon aktuell, Frau Tina? Oder ich sag mal Tina, ne? Ich sag einfach mal Tina. Wo ist denn das jetzt? Müssen wir noch auf seinen großen Moment hier warten. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Dorf der Orni. Ah ja, hier war der eine Turm. Den würde ich auf jeden Fall noch holen. Ja, aber ich finde, das ist halt das große Alleinstellungsmerkmal so von den beiden Gamesets hier von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Dass du halt wirklich so eine schöne Open-World-Sandbox hast. Man sich zu nichts gezwungen fühlt und einfach Spaß hat. Keine Ahnung, das finde ich in anderen Games, da ist es halt teilweise... zu linear oder zu erzwungen oder hast nicht gesehen und hier oder halt auch einfach zu voll geklatscht mit Sachen, so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt eine Open World, klatschen das mit Collectibles voll und dann läuft das. Aber hier ist halt alles. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich auch dieses Waffensystem richtig gerne, was ja auch manche so ein bisschen im ersten Teil schon nicht so gerne mochten, dass sie halt kaputt gehen können. Weil ich finde, das macht alles so, ne? Das eröffnet alles. Du bist immer auf der Suche nach neuen Waffen, musst die wieder dir vielleicht beschaffen oder probierst mal was Neues aus. Gerade jetzt mit den Kombinationen ist halt richtig geil. So cool. Oder gerade mit dem Kombinieren ist halt richtig nice jetzt. Das ist halt nochmal... auch ganz anders, finde ich. Kann man gar nicht so vergleichen. So, dann zeig mal deine Kraft. Ach ne, nicht du. Ja, das finde ich... also, okay. Weiß ich nicht. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Wenn mir dann später 4 von denen hinterherlaufen. Weil ich fand das bei den 2 schon ein bisschen tricky, das zu koordinieren. Aber gut, mit ihm kann ich jetzt auf jeden Fall das so machen. Aber ich kann nur nach vorne, ne? Ach, ist das schade. Ist das schade. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay. In letzter Sekunde noch geschafft, den Gleiter zu zücken. Ach, schade. Die Schildquest haben wir schon. Ich finde das so lustig, immer. Mag die ganz gerne. So, ich heiße im Bett. Das heißt, ja, alles klar. Ich lieg gleich ein. Nice. Ja, nee, alles gut. Dann sage ich schon mal gute Nacht und in einer Minute schläfst du dann bestimmt schon. Dann... oh! Ein Gegner. Ein schöner Gegner. Mit denen habe ich mich am Anfang auch so schwer getan. Und dann waren die ja doch so leicht zu besiegen. Immer wieder überraschend. Okay, aber ein Saphir-Schwert haben wir tatsächlich schon. Ist halt auch so schade, dass man den Saphir nicht bekommen kann, ne? Huch. Ich würde gerne den Saphir nehmen. Das wäre geil.
Ja, Saphir-Schwert habe ich jetzt schon. Tja. Achso, zum Turm wollten wir auf jeden Fall. Ja, und ein bisschen... Enttäuscht bin ich natürlich von der Windkraft. Weil wenn man sich nach oben katapultieren könnte, es wäre so geil. Ich meine, irgendwie, er müsste halt unter mich. Das heißt, ich müsste seitlich, vielleicht wenn ich so falle, vielleicht kann ich mich dann nach oben wirbeln lassen. Geht nicht, aber das wäre die einzige Möglichkeit, glaube ich. Ja, wenn ich schon das Gute nach... Oh. Oh, dann mach's dir mal gemütlich. Dann mach's dir mal gemütlich, du. Oh, da oben ist noch ein Schrein. Ach, den hatten wir sogar schon markiert. Hä, ist das nicht der Schrein, wo wir schon waren? Ist das nicht der Schrein von gerade hier? Hm. Na gut. Machen wir mal den hier. Gucken wir mal. Hm. Ich würde jetzt nicht, auch nicht mehr allzu viel machen, ne? Schon ein kleiner Reminder. Der Stream neigt sich dem Ende, aber ich denke mal, vielleicht den einen Schrein, wenn wir da schnell hinkommen. Und den einen Turm würde ich, denke ich mal, noch mitnehmen. Und dann geht's auch ins Bett. Ach, da ist er schon. Perfekt. Sehr gut. Leute, warum waren da gerade so Slow-Mo? So weird. Ja, es wird aber knapp. Nee, ist vollkommen okay. Dafür ist das halt richtig nice. Oh! Oh, cool. Huch, was ist das denn? Schubst einen weg. Geil. Pium. Oh, dahin geht's dann zu dieser Magic Box. Die fand ich auch die ganze Zeit immer super interessant, als ich die im Himmel gesehen habe. Da wollte ich immer mal gerne rein. Sieht auf jeden Fall verlockend aus. Wo haben wir sie denn? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein paar. Ja, ordentlich. Ich weiß nicht, ich hatte mal gar keine mehr tatsächlich. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so schnell welche bekommen. Das war so ungewohnt. Raketen, nice. Ja, geil. Wir haben vorhin auch zum ersten Mal Raketen gehabt. Jetzt haben wir endlich Raketen-Pokémon. Nice. So, oh, was haben wir? Was Neues oder was? Oh, der Dings hier? Ne, jetzt Flammenwerfer. Ich bin ja mal gespannt, ob man dann auch diesen. Das Laser-Einhorn oder diesen Blitz. Blitzdrachen nochmal bekommen kann. Ah, bestimmt, ne? Man kann ja bestimmt alles aus den Dingern bekommen. Ah, Raketen ist geil. Mit Bomben muss ich mal auch mehr arbeiten. Ah, Raketen sind schon richtig, richtig gut. 15 habe ich. Okay, das ist eigentlich eine Menge. Dafür brauche ich noch mehr. Sprungfedern sind eigentlich auch so insane. Davon muss ich auch noch ein paar mitnehmen. Aber die kriegen wir hier nicht. Die kriegen wir noch woanders. Das sieht so lustig aus. Achso, und damit können wir die Richtung bestimmen. Geil. Wir können auch aussuchen, wohin wir geschleudert werden wollen. Mal gucken. Jetzt so der schwerste Schrein ever. Gucken. Hm. Perfekt. Blocken mache ich auch so selten. Nicht nur Verteidigung. Okay, sondern auch Angriff oder was? Oh nein. Ey, du. Na. Ich hasse das. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ja, wegrennen. Klappt ganz gut.
Habe ich... Will ich das machen? Ist ja auch so nau, glaube ich, oder? Warte mal. Ja. Nee, kann ich aber gar nicht. Ach, schade. Kann ich schon, aber... Weil ich wollte erst die Lanze köpfen. Also Synergie halt rückgängig machen und dann wieder eine schöne Flammenlanze draus machen. Aber geht ja eh nicht. Weil wenn ich die da abmache, dann ist das ja weg. Ah, da wollte ich das eine Gitter dran machen. Genau, das hat ja nicht geklappt. Ja, guck mal, wir haben ja noch ein Flammenschild, also alles gut. Ach so. Ach so, das ist damit gemeint. Gut, ich hatte jetzt ja zum Glück eh schon eins, aber... Ja, komm, dann mach kaputt. Oh, wobei das war... Nee, war doch nicht. Ich dachte, das war mein schönes Sonanium-Schild. Nee. Nächstes Schild kommt bestimmt. So, was haben wir da Schönes? Ey. Heizt sich schön auf. Warte, ich möchte mal was ausprobieren. Wenn wir da jetzt mit Laser gegen schießen, kommt er nicht zurück? Oh nein, hat nicht geblockt. Warum? Oh. Steinplattenschild, geil. Gut, sah jetzt nicht aus wie ein Stein, ne? Nein, mein Laserschild zerbricht. Oh. Das ist ja schade. Das ist echt ein geiles Schild. Wobei, ich muss sagen, es hört sich cooler an, als es ist. Feuerschild ist immer noch richtig geil. Ja, vielleicht gegen andere Gegner oder so. Vielleicht kommen da noch die richtigen Gegner auf uns zu. So, das immer schön ein bisschen braten. Und jetzt, achso, Steinplatte. Aber würde auch Wind funktionieren? Nope. Ja, oder das ist auch nochmal, wo wir schon beim Thema Open World waren. Das Geile an dem Game ist ja auch, dass du halt so unendlich Möglichkeiten hast. Ja, und das ist ja auch gerade das, was so eine kreative Sandbox halt ausmacht. Dass du dich austoben kannst, dass du machen kannst, was du willst vor allem. Das ist halt eh das Geilste hier. Das funktioniert halt einfach. Ey! Ey, der schießt mit Raketen auf mich. So einen Verrückten hatte ich schon mal. Oh ja. Ah, das muss man hier eh machen, ne? Ja, müssen vielleicht nicht. Aber... Es lädt schon sehr ein. Da. Weil eins der geilsten Sachen ist, finde ich, auch immer ein Raketenschild. Wenn man damit so lustig einfach so in die Luft. Das ist so cool. Deswegen versuche ich jetzt mal maximalen Profit hier rauszuschlagen. Nehme ich einfach mal 2, 3 Dinger mit. Falls ich mal irgendwo unten bin. Wobei, ja gut, eigentlich macht man das eh ganz selten, ne? Weil von unten nach oben kommt man ja eh leicht durch den Deckensprung. Andersrum ist immer das Problem. Aber egal, wenn wir schon mal free Raketen haben, why not? Why not? So, dann können wir... Das sieht so komisch aus. Nehmen wir erstmal ein normales Ding. Jetzt halt die Frage, wie wir, ne? Hochkommen. Ich glaube, der Bastian ist uns einfach was Schönes. Können wir auch diese Plattform holen, aber ich möchte mir einfach eine Plattform aus Raketen bauen.
Na, was passiert hier denn? Alles gut. Ich hoffe, ich werde nicht zerquetscht. Nein, perfekt. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt drei, glaube ich. Drei Segenslichter, oder? Bei wie vielen sind wir? Ja. Nein, okay. Na, siehste. Ordentlich was geschafft heute, ne? Ich glaube, zwei, nee, drei, vier Schreine. Ein Tempel. Ein lustiges Rätsel da mit diesem. Es war ja auch ein Schrein da, aber. War so ein Rätselschrein. So, und jetzt holen wir uns noch den Turm. Oh, bin ich ganz schön weit weg. Ja, das ist doch perfekt. Gehen wir zum Windtempel und dann gleiten wir einfach zu unserem neuen Aussichtsturm. Dass der so nah da dran ist, ist auch interessant. Mal schauen, ob man da auch irgendwas braucht. Oder ob der einfach so frei ist. Weil ich fand das so krass. Ich habe letztens auch mal so auf die Map geguckt. Also ich spiele ja immer auch ein bisschen Offstream halt, aber ich mache ja nichts Wichtiges. Ich mache ja Offstream immer nur so kleine Sachen. Erkunde ein bisschen oder ne, wie auch immer halt. So ganz nicht so wichtige Sachen halt. Und dann habe ich mal so auf die Karte geguckt und dachte so, holy moly. Okay, jetzt gerade ist schlecht. Wie viele Regionen wir einfach noch vor uns haben. Es ist so insane. Ich glaube, wir haben immer noch weniger Regionen erkundet, als wir bisher erkundet haben. Und das finde ich so krass. Und die, die wir erkundet haben, haben wir auch noch nicht so krass erkundet. Von daher, ich finde das halt auch so cool. Du gehst irgendwo hin und dann sieht man irgendwas. Dann sagen die dir irgendwas. Hier ist eine gute Höhle für, weiß ich nicht, Edelsteine. Eine gute Höhle für diese Kaninchen. Eulenkaninchen oder wie auch immer. Markierst du dir immer fleißig alles. Das ist schon geil. Ja, aber jetzt können wir es, glaube ich, mal zeigen. Also. Genau, und Luft. Den Luftraum. Da habe ich ja auch gefühlt noch gar nichts gemacht. Natürlich, auch weil ich da ein bisschen eingeschränkt bin von dem Movement. Das wird sich jetzt ja auch gebessert haben, aber wir haben noch so viel vor uns. Ist halt auch geil. Einfach geil. Oder Untergrund, ja, stimmt. Ja, guck mal, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebiete noch vor uns. Keine Ahnung, ich glaube, das war 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, oder anhand der Türme, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, dann haben wir immer noch weniger schon entdeckt, als wir noch vor uns haben. Ist einfach absolut insane. Absolut wild, finde ich das. Aber auch geil. Wild und geil. Ha. Und den kriegen wir einfach so. Okay. Dann ist das natürlich ein schnelles. Ich finde das auch immer gut. Einfach mal einen Schrein hier mitnehmen, einen Tempel, einen Tempel. Ja genau, einfach mal random Tempel mitnehmen. Ein Aussichtsturm. Dass man halt, auch wenn man da jetzt nicht viel machen will, sich einfach mal hinporten kann, ne? Das ist schon viel, viel wert. Oh, und die Blackbox ist da in der Nähe, ne? Ich habe die Blackbox gesehen. Ich bin auch mal gespannt, wann wir da unseren letzten Spell bekommen. Ich denke mal, wenn wir halt die Hauptstory weitermachen, dann wird das am schnellsten passieren. Ich muss eigentlich auch mal mehr mit meinen Pferden irgendwie was unternehmen. Ich vernachlässige meine Pferde voll. Wir haben immer noch dieses eine Pferderennen, wo mein eines Pferd so bockig war. Das, ey, ich war auch fast durch, ne? Ich bin extra langsam da durchgeritten. Ich war fast durch und kurz vor Ende entscheidet sich das einfach richtig bockig zu werden. Hat mir da diese Ladung runtergepfeffert.
Und ich hatte vorher leider auch erstmals mit dem Pferd versucht, was halt gefühlt null gezähmt war und auch noch sturköpfig war oder so vom Wesen her. Das war natürlich schon mal nicht so gut. Aber danach habe ich mir extra ein Pferd geholt, was halt irgendwie sanftes Wesen hatte. Aber klar, keine Zuneigung quasi gehabt und dann ist das natürlich auch ab und zu mal ein bisschen eigenköpfig. Da muss ich mich echt... Das wird mir so viele Items kosten. Ich kann es euch jetzt schon... Ja, wir haben es ja schon gesehen. Ich muss es euch nicht mal prophezeien. Wir haben es ja schon gesehen, wie oft ich mir damit mit diesem komischen Windspell die Items weggepfeffert habe. Absolut wild. So, hier liegen noch so ein paar Teile rum. Damit muss ich mich auch nochmal ein bisschen mehr beschäftigen. Was? Das war so ein Energiespeicher, glaube ich, ne? Ich meine, wir haben das, glaube ich, hier als Item irgendwo auch. Achso, Ersatzbatterie. Genau. Okay. Na gut. So, wir haben Schrein gemacht. Wir haben den Turm geholt. Das sieht sehr interessant aus, aber das ist, glaube ich, ein Gebiet für ein neues Kapitel. Und da würde ich sagen, schnuppern wir mal wann anders rein. Und für heute kommen wir zum Schluss. Ja, schöner, langer Stream. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber dafür ist es ja da. Dafür haben wir das Wochenende. Von daher perfekt. Und wir haben den zweiten Tempel geschafft. Zwei haben wir noch vor uns und ganz, ganz viele Nebenquests. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Genau, also ich würde auf jeden Fall mal schauen. Ah, stimmt. Oh, die hatte ich auch mal gefunden. Ach, die wird hier sogar markiert. Die hatte ich nämlich extra auf der Karte markiert. Nee, egal, wir haben ja eh noch so viele Sachen vor uns. Das erwartet uns und euch dann die nächsten Streams. Aber, ja. Man kann halt nicht alles auf einmal machen. Ne? Von daher müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass ich am Wochenende nochmal streame. Ich kann es auch noch nicht hundertprozentig sagen. Wenn, dann wahrscheinlich eh nur heute, also am Samstag nochmal. Muss ich gucken, wie ich Zeit habe, wie ja, das Wetter, ob mir das zu warm ist oder so. Aber heute ging es ja und morgen sollte es ja eigentlich kälter sein. Also das sollte eigentlich kein Problem sein, aber vielleicht das Wetter. Von daher müssen wir mal schauen. Ich habe das Follower-Goal übrigens mal so ein bisschen abgerundet. ein bisschen runde Ecken gemacht, fand ich ganz schön. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, genau, neues Follower-Goal habe ich auch eingerichtet. 25 dann bis zum nächsten 12-Stunden-Stream. Und den anderen, ja, haben wir ja schon mehrmals drüber geredet. Muss ich noch planen, kommt dann auch noch natürlich. Wird es dann in nächster Zukunft auch einen 12-Stunden-Stream geben. Ja. Von daher würde ich sagen, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Lurker, für den Raid von Barry, für den Follow und fürs fleißige dabei sein. Euch ein schönes Wochenende. Schlaft gut, wenn es nicht eh schon gerade tut. Ich sage gute Nacht. Und vielleicht bis heute, ansonsten bis Dienstag, dann zum nächsten Stream, der dann hoffentlich auch stattfindet natürlich. Also, Nachti, ciao, ciao.